So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mal aus der Werkstatt. Und ja, ich hoffe, wieder ein bisschen was bekommen. Ist halt wieder ein Grund, jetzt ein Video zu machen. Ihr seht es schon im Hintergrund. Viele haben es auch auf Instagram schon mitgekriegt. Ich habe natürlich wieder aus Australien einen Trümmer bestellt. Ja, was will man dazu sagen? Das ist tatsächlich der erste. Also meines Wissens der erste Titan-Trümmer für so einen BLC-Motor. Und diesmal auch mit Endschalldämpfer. Ja, bin gespannt, wie es dann wird am Ende oder wie es ausschaut am Ende. Viele, die jetzt fragen, warum lila? Ja, es ist einfach, rot ist nicht möglich bei Titan. Egal, ob man es jetzt mit elektrisch antonisiert, nennt man es ja dann. Oder halt wie er macht es ja mit Feuer. Und da sind eben nur Blautöne möglich, eben das Lila, ja, Gold ist glaube ich noch möglich, aber Rot eben nicht. Und ja, ich bin halt der Meinung, wenn das eigentlich Lila zum roten Bike am besten passt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Aber ich denke, das ist schon eine gute Entscheidung. Am Ende muss man sich einfach anschauen, wie es am kompletten Bike wirkt. Ja, ich bin gespannt. Ich habe einen originalen Grümmer, habe ich auch noch. Das ist halt auch einfach so ein bisschen 0815 zusammengeschweißt. Aber ja, kann man ja mal vielleicht, wenn ich es am Dyno habe, am Prüfstand, die BLC Husky, dann kann man ja vielleicht mal umschauen und schauen, ob da wirklich der Titan-Grümmer mehr bringt. Ja Leute, das war es aber noch nicht alles. Ich habe das schon gesehen. Ja, es ist endlich soweit, Leute. In dem Paket ist tatsächlich der BLC-Motor bzw. das BLC-Kit. Ich habe es selber nicht ausgepackt. Für die vielleicht neu sind oder so, es hat jetzt tatsächlich wirklich lange gedauert, bis ich ihn gekriegt habe. Eigentlich war ausgemacht, ich glaube September oder. Nein, ich habe ihn ja im Juni bestellt. Und dann hat es geheißen September oder was, September, Oktober kriegen, wo da hat es ewige Lieferprobleme gegeben. Ich glaube Weihnachten, dann ist Weihnachten ist Januar geworden, dann ist Januar, Februar. Und jetzt haben wir März und der ist endlich da. Es ging dann relativ schnell. Ich sage auch im Vorhinein, es ist eine kleine Kooperation, also ich habe da ein bisschen Prozente gekriegt auf den Motor, auf das Kit, habe aber trotzdem ein Heidengeld gezahlt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich da auch keine ehrliche Meinung abgebe zu dem ganzen Projekt und wie der dann ist. Wir sehen es ja jetzt dann, wenn wir es auspacken. Und ja, wie gesagt, der Riley, das ist ja der, der das da verkauft in Kanada, der Kontakt war echt, soll ich sagen, echt gut. Anfang, er hat sich wirklich Mühe gegeben und mir war das auch selber unangenehm, dass das so lange gedauert hat. Ja, aber jetzt gerade zum Ende dann hin war die Kommunikation dann nicht mehr so gut. Ja, letztendlich ist er jetzt da. Jetzt hoffe ich, dass es zumindest jetzt dann passt. Und ja, ich hätte jetzt gesagt, wir packen den jetzt einfach mal aus. Vielleicht eine kleine Timelapse oder so. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal die Teile an. Ich bin selber gespannt. Und dann gehen wir es vielleicht kurz durch und wie es dann weitergeht. So Leute, jetzt haben wir alles ausgepackt. Ist tatsächlich ein Haufen Zeug. Ja, bin jetzt auf den ersten Blick ein bisschen überfordert, was zumindest jetzt die ganzen Kleinteile anbelangt. Er hat es zumindest schön beschriftet, wenn man sieht.
schauen wir, ob ich da klarkomme mit meinem Altherren-Englisch. ja, jetzt auf den ersten Blick, was mir jetzt auffällt, was mir jetzt vielleicht nicht so gefällt, aber das ist das Schönheitsding, dass der Motor relativ rau ist. Aber ja, gut. Der Deckel, der wird eh von Originalmotor hergenommen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen Schönheitsding. Das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Ja, ansonsten ist eigentlich alles dabei. Der gute 500er Kolben. Ich habe da auch einen Shorty mitbestellt, weil der an sich im Kit überhaupt nicht teuer wäre. Also wenn man den eingekauft, ist der dann bei weitem teurer. Ne? Und ich habe mir gedacht, eben zum Testen für den Titan-Endschalldämpfer oder halt den dann. Ansonsten müsste er sogar an meiner ja, meine Enduro passen. Wenn wirklich kommt er halt dann durch. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist nichts hin. Ja, ich muss jetzt alles einmal ein bisschen durchgehen, ein bisschen sortieren, schauen, wer oder was. Ja, was ist jetzt eigentlich für mich der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, ja, wenn ich da zum Beispiel, vielleicht, da könnt ihr ein bisschen nacharbeiten, oder? Da sieht man, dass es da praktisch ein bisschen Kanten ist. Wenn ich wollte, könnt ihr jetzt das eigentlich ein bisschen polieren, dass das schön glatt ist. Das muss man mal nur überlegen, weil an sich ist die Zeit natürlich jetzt immer so da, aber wenn ich gerade schon offen habe. Der nächste Schritt ist für mich jetzt auf jeden Fall mal die ganzen Schrauben raus. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt und wer sich mehr erinnern kann, der Motor wird ja auch schwarz, also komplett schwarz. Zylinderkopf, Motorblock bzw. Getriebe halt, alles schwarz, Servokopf beschichtet. Dann die ganzen Schrauben eben raus, will ich alles, was möglich ist, in Titan auswechseln. Das muss ich jetzt so machen, da habe ich im Quad, meinen ersten Satz Titanschrauben habe ich ja schon, aber jetzt habe ich im Quad für auf dem Motor, dass ich die jetzt so alle bestellen kann, weil ich alles mal zusammenschreiben. Und die Schrauben, die es quasi nicht gibt, in Titan, weil jetzt in dem Fall die Kopfschrauben oder die Stehbolzen, die werden halt wie gesagt Servokopf beschichtet. Das heißt, ja, wenn das dann alles zerlegt ist, muss ich natürlich dann Strahlen für Servocode vorbereiten quasi. Ja, mal schauen, wie gesagt, ob ich da den Einlass ein bisschen bearbeite, dass der vielleicht nicht so rau ist, weil das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber okay, mehr ist jetzt eigentlich nicht, Leute. Wie gesagt, das werde ich alles ein bisschen so auf Instagram, werde ich das alles ein bisschen mitkriegen. Vielleicht ja, ein paar Stories machen. Ich denke, ihr könnt mir da immer viel helfen, wenn irgendwas unklar ist. Viel haben wir den BEC-Motor noch nicht ja, verbaut. Ich glaube, ein Follower hat mir schon mal geschrieben, der hat den drin, der hat sogar zwei. Den haben wir mal abgespeichert. Vielleicht den kann ich dann schreiben. Aber ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ein Community-Projekt. Und ich will auch damit, dass es ziemlich geil wird. Schaut, wie gesagt, gerne auf Instagram vorbei. Da kriegt ihr immer ein wenig mehr mit. Das sage ich immer gern. Und wenn ihr mich allgemein unterstützen wollt bei so Projekten, nutzt meine Codes KTM Shop 24, Husky Shop 24 und eben Motorrad Ersatzteile 24. Da könnt ihr euch eben auf alles 10% sparen mit dem Code ZIP10. Und ja, wie gesagt, unterstützt mich da ein bisschen. Ja Leute, eine kleine Randinfo, der Husky Shop, der macht heute Abend um 7 Uhr auf. Ja, gibt es ein bisschen ein Sale. Cross Hoodies, Cross Tees und Cross Woman Hoodies. Also wer da ein bisschen was sparen will, mal vorbeischauen. Ja Leute, das war's dann quasi im Endeffekt. Wir haben das einfach mal ein bisschen angeschaut. Ja, nächstes Video schauen wir mal. Vielleicht, wenn der Motor fertig ist, weil Servocode, das Beschichten selber, haben wir ja schon bei der Blauer gesehen. Ich denke, wenn wir einen Motor vielleicht zum Zusammenbauen oder wenn er zusammengebaut ist und wir den Motor dann in den Rahmen rein machen, dann sehen wir uns wahrscheinlich hier wieder auf YouTube. Ansonsten immer auf Instagram, da erfahrt ihr ein wenig mehr, habe ich schon gesagt. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch was. Euer Sip.